Willkommen in County Derry. Willkommen im Land des Flachs. Ich heiße Bruce und ich bin in einer leinenproduzierenden Gesellschaft in Irland aufgewachsen. Und so geschah es, dass unsere Gemeinde Leinen seit fast 300 Jahren hergestellt hat. Doch ist die irische Herstellung von Leinen noch älter. In uralten Irland trug ein Mann eine Art von Hemd, oft gelb, die Lenya hieß, aus Leinen. Viele Jahrhunderte zuvor angefangen. Flachs und Leinen sind ein nicht wegzudenkender Bestandteil der irischen Landschaft. Deshalb ist es üblich, dass, wenn man einen kleinen Teich sieht, man sich vorstellt, dass dort Flachs bearbeitet wurde. Und falls man einen kleinen Fluss entdeckt, so ist es sehr wahrscheinlich, dass dort einmal ein Wasserrad zum Produzieren des Leinens stand. Die wohl berühmteste Person, die aus dieser Gegend stammt, ist der Nobelpreisträger Seamus Heaney. Er schrieb viele Gedichte über das alte Griechenland und über die Mythologie der Anglosachsen, jedoch sein bekanntestes Werk handelt von einem Flachsteich. In diesem Gedicht erinnert sich Heaney an seine Kindheit, in der das Flachsanbauen sehr verbreitet war. All year the flax dam festered in the heart of the townland. Green and heavy-headed, flax had rotted there, weighted down by huge sods. Daily it sweltered in the punishing sun. Bubbles gargled delicately. Blue bottles wove a strong gauze of sound around the smell. There were dragonflies, spotted butterflies. But best of all was the warm, thick slobber of frog spawn that grew like clotted water in the shade of the banks. Neben hervorragenden Schriftstellern gehören zu den Leuten von County Derry einige bodenständigen Typen, die sich mit der praktischen Seite Flachsbaus auskennen. Menschen wie Tom Fleming, ein pensionierter Bauer, der sich an das Aufziehen von Flachs vor einem halben Jahrhundert erinnert. These fields of flax were sold in the springtime of the year, April. Good land, preferably good land. Heavy red loam was preferable. Sowing wasn't easy. The linseed was a fine oily type seed that slipped through your hands easily, and it was sowed mostly corn fiddle or seed sower fiddle. Come out of the fiddle far too easily. And sometimes it was hard to set the fiddle to get the proportionate amount of seed on the ground. The seed came in bags. That's the actual bag that had been used and the date on it, 1941. Growing of the flax was very natural. It was used potash to enhance the growth during the season. And then in August, about the first, second week of August, it was ready for pulling. The pulling was, in my time, was mainly done by hand. The flax was then transported to a lump dam, which was always in a low place close to a shuch or a supply of water. And in dry weather, that was difficult too, to get the proper amount of water to float all the flax in the dam. I had to have it completely submersed in water. The flax was remained there for up to 8 to 12 days. It was heavy going. The beets were heavy, the flax was wet. But we got it transported out to dry fields and dry ground and had it dried. There were lots of local mills who scutched flax for the farmers. Anywhere there was water, feed of water from a sluice and a mill, there was a flax mill. And scotchers scotched throughout the winter, provided work in the winter time. The flax was then sold at the market according to the quality and the grade. It was very hard to get a good grade. The people who were purchasing it were not easy to please. At 1956, the thing finished. There was no need for it. It was being produced in Belgium and France without having to ret. There was a new chemical needed to do the retting.
Soweit unsere agrarische Vergangenheit, soweit unsere literarische Riesen. Wie ist es heutzutage? Ist es noch umsetzbar, Flachs und Leinen in Irland herzustellen? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir zu meinem heimischen Dorf. Er ist ein mysteriöser Ort. Ein Ort, wo Leinenherstellung vor einer langen Zeit begann und irgendwie fortbesteht. Und Aperlans ist der Ort, wo meine Freunde Marion und Hermann ihr Experiment begannen. Ein Versuch, Flachs und Leinen wieder zu ihren ursprünglichen Herstellungsorten in Irland zu bringen, wohin sie richtig gehören. Hier sitze ich in dem Aperlans Kaffeehaus, das Geträufel des Flusses in meinen Ohren. Man kann mich beobachten, als ich dem bereitwilligen Zuhörer die Geschichte des Flachsbauprojekts erzähle, egal wem. Wenn ich etwas aufgeregt klinge, ist es aufgrund meiner Begeisterung für dieses Thema. Flachs und Leinen gehören mit zu den ältesten Produkten Irlands. Seit vielen Jahrhunderten schon haben die Menschen in Irland Flachs angebaut und Leinen gewebt. Ihr Leinen wurde in weichem Sonnenlicht Irlands gebleicht und danach zur Herstellung von Kleidung, Bettwäsche, Segeln und vielerlei sonstige Dinge verwendet. In den letzten 50 Jahren ist jedoch Flachs fast vollkommen aus Irland verschwunden. Der gesamte Flachs-Leinen-Zyklus verteilte sich und verstreute sich in verschiedenen Ländern. Leinen kann beispielsweise in China gewebt werden, der in der Ukraine oder Belgien angebaut würde. Dann wird es möglicherweise in Irland gefärbt und in den Vereinigten Staaten verkauft. Dies ist die neueste Phase der Teilung der Arbeit von der Leinenindustrie. Diese Teilung begann mit der Kommerzialisierung von Leinen im 18. Jahrhundert. Als Leinen sich zum Handelsgeschäft entwickelte, wurden irische Bauern gezwungen, ihre Produkte an schlechten Bedingungen zu verkaufen. Es gab Zwischenhändler, die den Stoff verarbeiteten und nach England und die Kolonien verkauften. Hier in Nordwesten Irlands hatten wir die Idee, den gesamten Flachs-Leinen-Zyklus in kleinem Umfang neu zu schaffen. Wir dachten, dass die Menschen, die den Flachs anbauen, eine Rolle bei der Verarbeitung und beim Verkauf dieses alten Produkts haben sollten. Mitte April reiste ich mit meinem Freund Robert nach Belgien, um Flachssamen zu kaufen. Ein junger Filmmacher aus Aserbaidschan namens Fuad begleitete uns. In einer kleinen Stadt in Belgien lernten wir ein paar nette Samenverkäufer kennen und wir besuchten eine kleine Fabrik, in der wir einfache, aber sehr effiziente Maschinen zur Fleischverarbeitung besichtigen konnten. Wir sprachen mit Willi, einem flämischen Bauern, der etwa 300 Hektar Flachs anbaut und dem die Maschine gehört, die den Flachs schneidet und kämmt, bis er Menschenhaar gleicht. Hier ist Willi, er wirkt hier in der Leinenmaatschappij. Willi, könnt ihr ein paar Worte sagen über diese Maatschappij? Dat is een familiebedrijf eigenlijk. Hey, mijn grootvader is daarmee begonnen. Mijn vader heeft dat gedaan met twee broers. Dan ik en mijn broer. En nu nog mijn zoon alleen. Na ons bezoek in België besloot ik beter Hollandisch te leren en die haren snijden te laten. Ende april zetten we den Belgischen samen op gutem irischen bodem. Mitte juli. Bei sehr heißem Wetter blühte der Flachs. Die blauen Blüten waren eine herrliche Anblick. Viele Leute am Ort freuten sich ungemein über die Rückkehr dieses traditionellen Produkts auf das Land.
Anfang August brachten wir unter der Anleitung von Marion Bauer und ihrem Ehemann Hermann die Flachsernte auf traditionelle Art und Weise ein. Ein multinationales Team von Freiwilligen, darunter Donald und Mary aus County Derry und Egbert aus Berlin sowie Anna aus München, half bei der Ernte. Dann wurde es Zeit, die Flachsstängel in kaltem Wasser verrotten zu lassen, das heißt Kaltwasserröste, um die Fasern zu lockern. Jeder irische Bauer kannte früher den starken Geruch, der bei der Verrottung von Flachs entsteht. In alten Zeiten müssen sich die jungen Bauern sehr anstrengen, den Geruch aus Kleidern und Körper loszuwerden, ehe sie im Dorf zum Tanz gingen. Doch es war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Bald würde es Zeit, den Flachs zu Marions Weberei zu bringen. Als die Leute am Ort den Berg schlammiger Pflanzen auf Roberts Traktor sahen, war ihnen sofort klar, dass es sich um Flachs handelte, und die Freude war groß. Glücklicherweise müsste Marion nicht auf den diesenjährigen Flachs warten. Sie webt bereits Leinen aus einer kleinen Menge Flachs, den sie und Hermann im letzten Jahr anbauten. Bei Marions wunderbarer Weberei hat sie verschiedene Arten von Webstühlen für verschiedene Zwecke. Doch das Prinzip bleibt immer das gleiche. Irisches Garn für irisches Leinen und irisches Leinen für irische Textilprodukte. Im Moment webe ich Leinen, das in Belfast gesponnen worden ist und hier dann eben verwebt wird. Das Leinen benutze ich für Herren- und Damenwesten und zum Teil für Tischware, zum Beispiel Läufe oder Tischdecken oder Servietten. Das ist alles verschiedene Farben in Streifen drin und ich webe durch ein gebleichtes Leinen, welches auch in Belfast gesponnen worden ist. Das Leinen, was ich verwebe, ist in Irland hergestellt worden, in Irland gewachsen, in Irland gesponnen, was bedeutet, dass es sehr hohe Qualität ist. Das Leinen wird nicht künstlich befruchtet, das Leinen wächst natürlich. Das bedeutet, dass das Leinen sehr stark ist, dass das Leinen lange hält. Im Gegensatz zu Leinen, was gedüngt wird und sehr hoch wächst. Die Leinenpflanze in Irland wächst normal zwischen 1,20 Meter und 1,50 Meter hoch. Gedüngtes Leinen wird bis zu 3 Meter hoch und hat nicht die Qualität wie Leinen, was nicht gedüngt worden ist. Marion hat eine entschiedene Meinung zu ethischen und ökologischen Themen. Ihre Herstellung ist sauber in jedem Sinn. Unser Leinen wird in Irland hergestellt, was bedeutet, dass weder Kinderarbeit noch Sweatshirtarbeit gebraucht wird. Alle unsere Sachen werden in Irland hergestellt, das heißt, es wird in Irland gepflanzt, in Irland gesponnen und in Irland verwebt. Und das bedeutet, dass es auch kein großer Food Carbon Print hat. Erfreulicherweise gibt es eine neue Generation von irischen Designern, die die Philosophie hinter Marions Arbeit verstehen. Lass uns jetzt einen talentierten jungen Mann kennenlernen, der wundervolle Kleidung und Zubehör von seiner Heimat an der nebeligen Nordküste nördlich von Belfast herstellt. Hello, my name is Chris Tindall. I'm from Loft Trading in Belfast and we produce men's accessories including scarves and neckties, all produced from Irish linen, grown here, woven here and very exclusive material.
The fabric is so strong, and it's so durable that you can pretty much do anything with linen without it disintegrating on you, like certain other fabrics like cotton or silk. And the bit that I like about the linen most is experimenting with it, so we can wash it and tumble dry it, and we can get certain, we can turn a rough, coarse linen into a very soft linen within a matter of an hour, just putting it into the machine, giving it a quick wash, putting it into the tumble dryer, and it turns it into just a fantastic soft cloth. The story of the old power looms running here 100 years ago was just absolutely fantastic. Belfast being the largest linen producer in the world, not only producing linen, but producing the machines that produce the linen. It's been so difficult to find quality linen from Northern Ireland, but I've found some, and we're making very nice products with it. I first started off loft trading, I hadn't even found the linen as yet, but I'd started off the company, and I think all these things happen for a reason. So set up the company, I had full intention of finding Irish linen and producing linen products, and then came across Herman and Marion up at the flax mill outside Dungiven. And since finding them, it was just like an Aladdin's cave for me. So this is a bit of washcloth. This was very coarse, nearly like a sack material. And all of a sudden, from one wash at 30 degrees, and then I think I tumble dried for about 1 hour and 30 minutes, and all of a sudden the material becomes wearable. Our climate isn't necessarily best suited for linen, even though we produce it here, but you definitely, in a hotter climate, you'd be able to wear linen pretty much all the time. Und ohne seine Heimat an der bewölkten Küstenlinie zu verlassen, hat Chris es geschafft, einige der weltweit führenden Modehäuser und Models zu erreichen. And David Gandy is the male model that has been used on the cover, who is the highest paid male model in the world. And there's some photographs of him then wearing our product inside the magazine, which is a great boost for me, and it shows that I can stand on the worldwide audience and produce quality clothes from Belfast. Wie Chris sagt, ist Leinen ideal für warme Länder, wie zum Beispiel Aserbaidschan, ein Vorposten der persischen Zivilisation am Kaspischen Meer. Insofern, was denkt unser junger Freund aus Aserbaidschan über Leinen und seine Geschichte? Er hat schon die Flachsfelder Irlands besucht, ist mit uns nach einer Flachsfabrik in Belgien gekommen und jetzt trägt er ein Leinenhemd. Ja, ich finde es sehr schade, dass Leinen so ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist. Ich selbst wusste nicht viel über Leinen, bevor ich nach Irland gereist bin. In Irland habe ich dann die wunderschöne Welt der Leinen entdeckt und seitdem her bin ich ein Riesenfan geworden. Ich finde, das Material ist einfach nur, es fühlt sich sehr gut an der Haut, ist sehr reißfest und sieht halt noch gut aus. Und deshalb trage ich das. Und ich kann das einfach nur jedem weiterempfehlen. Einfach mal anprobieren, nur einmal anprobieren, anziehen und man weiß dann halt ganz genau selber, wieso Leinen so ein schönes Produkt ist. Danke. Von Bergbächen und Flachsteigen in County Derry zum Kaspischen Meer, über belgischen Samen und nordirisches Weben und Design, haben wir einen langen Faden gesponnen. Doch das irische Leinen bleibt immer wieder dauerhaft und schön. Es erbt eine reiche Vergangenheit und erwartet eine blühende Zukunft.